extremistisch. Echte Männer sind recht. Einen wunderschönen Sonntagabend, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur 258. Folge der Honigfarbe. Und damit auch willkommen, live zugeschaltet von seinem Saufurlaub auf Malle, mein geliebter Co-Host Kasper. Hallo aus Mallorca, katastrophale Arbeitsbedingungen. Bei mir kommt nur die Hälfte an, aber so ist es. Damit kommen wir zu den Türken, die eine sehr bewegte EM hatten, sowohl auf als auch neben dem Platz. Kasper, hast du das Spiel gegen Österreich, das Achtelfinale, verfolgt? Nein. Das konntest du auch quasi nicht. Also ich habe alles in meiner Macht Stehende getan. Außer ich erinnere mich, dass es da Pressemeldungen gab. Von wegen, ist das nicht sogar das einzige Spiel gewesen, was nicht irgendwo im Free-TV war? In der Gruppenphase erinnere ich mich noch an das erste Spiel der deutschen Gruppengegner, an dem Deutschland nicht beteiligt war. Das war auch nicht im Free-TV. Ansonsten kann sein, dass noch weitere Spiele in der Gruppenphase nicht drin waren. Aber ich glaube, in der K.O.-Runde wurden alle anderen übertragen. Tja, man konnte das Ganze aber verfolgen über einen Audio-Livestream von der Sportschau, was ich auch gemacht habe. Das war mal wieder eine ganz lustige Erfahrung, so ein bisschen wie in den 2000ern, als man die Bundesliga im Radio gehört hat oder so. Interessant fand ich da, was am Ende gesagt wurde. Also zum einen den großen Aufreger, über den wir gleich noch sprechen werden, den hat man da gar nicht mitbekommen. Ne? Das haben die da gar nicht thematisiert live. Und zum anderen am Ende des Spiels, als die Türken natürlich alle gejubelt haben über den überraschenden Sieg 2:1 gegen Österreich, wurde die Türkei dann vom Kommentator als Co-Gastgeber quasi bezeichnet. Mal wieder einer von der Sorte. Ja, durchaus ein Punkt, ne? Ja, absolut, absolut. Ja, nur du musst das halt gut finden. Ne? Wenn du es schlecht findest, dann wäre das eine Verschwörungstheorie. Natürlich. Tja, und außerdem natürlich die Szene, auf die ich gerade schon angespielt habe. Der Spieler Meri Demiral hat bei einem Tor den Wolfsgruß gezeigt, hat dafür dann erstmal von der UEFA eine Sperre für 2 Spiele bekommen. Die Türkei hat dann den deutschen Botschafter einberufen, auch wegen den harten Reaktionen aus der deutschen Politik, hier habe ich etwa mal Fäser. Sie sprach davon, dass türkische Rechtsextremisten in unseren Stadien nichts zu suchen haben und dass die Europameisterschaft nicht als Plattform für Rassismus ausgenutzt werden darf. Also in anderen Worten, die nächste Milliarde gegen rechts sollte bald mal geschnürt werden. Ich meine, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das ist, was die daraus melken wollen. Ne? Deswegen benutzen sie dieselben Begriffe dafür. Dazu später noch etwas weiter. Besonders lustig ist, dass im Falle von Fäser, die ja schon persönliche Erfahrungen gemacht hat mit Fans der Grauen Wölfe, also der in Deutschland als größte rechtsextreme Organisation gelisteten türkischen Nationalistenorganisation. Sie hatte damals das Projekt. Ganz kurz, ich will das mal ganz kurz betonen, Stumme. Also, das ist nicht, also du hast das schon korrekt gesagt, aber ich will, dass das wirklich beim Letzten ankommt, ja. Das ist nicht die größte rechtsextreme Organisation türkischer Geschmacksrichtung in Deutschland. Das ist die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland. Punkt, ja. Und da spielen Deutsche keine Rolle. Also, ne, kleiner Funfact nochmal dann, wenn ich auf den Funfact nochmal aufbauen darf. Ich hatte gerade ein Bild geschickt. Der Verfassungsschutz, der beschäftigt sich natürlich auch mit den Grauen Wölfen. Und es gab ja für News eine Pressemeldung, die ganz interessant ist. Beim Geheimdienstbegriff wird dann von Türken gesprochen. Obwohl auch dem Verfassungsschutz klar ist, dass das also mindestens zu einem Großteil, wenn nicht zu dem Großteil, ja, deutsche Staatsbürger sind. Aber im Verfassungsbericht wird dann von Türken gesprochen. Also die dürfen unterscheiden. Die dürfen dann durchaus schon einen Unterschied machen, wenn es um den ethnisch-kulturellen Volksbegriff geht, was wir aber nicht dürfen. Ja. Interessant, sehr interessant. Ja, worauf ich gerade hinaus wollte, ist, dass Fäser vor, ich weiß nicht, 2 Jahren oder so, ihr großes Projekt vom Innenministerium der Verfassungsschüler präsentiert hat. Darin wurden junge Menschen, insbesondere mit Migrationshintergrund, die wurden insbesondere dafür angeworben, für zivilgesellschaftliches Engagement gewonnen. Man hat denen quasi beigebracht, wie man sich einbringen kann in die Demokratie und die Demokratie mitgestalten kann. Und als dann die erste Fuhre von jungen Leuten diesen Kurs absolviert hatte, gab es ein großes Abschlussfoto zusammen mit Nancy Faeser, auf dem sie ihre Urkunden überreicht bekommen haben. Und auf diesem Abschlussfoto, das Nancy Faeser selber damals auf Twitter postete, sieht man, dass die jede Handgeste machen, extremistischer, ausländischer Natur, die man sich irgendwie vorstellen kann. Zum einen die Rabia-Geste, das sind diese 4 Finger, bei denen man den Daumen abgeklappt hat. Das ist die Geste der Muslimbruderschaft. Das sind die Leute, die Islamisten, die in Ägypten die Macht übernommen haben, bevor dann der Militärputsch kam vor ein paar Jahren. Dann sehen wir natürlich hier links. Macht übrigens noch Erdogan ganz gerne. Als er beim letzten oder beim vorletzten Mal, keine Ahnung, durch Berlin getourt ist, hat er aus seinem offenen Fahrzeug heraus die Rabia-Geste gezeigt.
Ja, genau. Das sind halt Leute, das ist das Yes-Meme zur Islamisierung. Das sind Leute, die sagen, wir werden demografisch stark in einem Land und übernehmen es dann und machen es dann islamisch. Wir sehen auch den Tauhid-Finger hier links. Das ist die Lieblingsgeste vom guten Rüdiger. Und eben auch den Wolfsgruß. Tja, die Szene mit dem türkischen Spieler, der den Wolfsgruß zeigte, wurde bei den türkischen Fans natürlich gewissermaßen ikonisch. Einige feierten im Vorfeld vom Halbfinale gestern gegen Holland mit Demiral Wolfsgruß Transparenten. Das haben wir hier auf Video. Ja, und dann fand daraufhin das Viertelfinale gegen Holland statt, bei dem es zum ersten Aufreger direkt vor dem Spiel noch bei der Hymne kam. Und zwar haben da, wie man sich denken kann, tausende türkische Fans den Wolfsgruß gezeigt. Also tausende Deutsche, würde ich mal raten. Einige davon, wenn nicht der Großteil, werden Deutsche sein, werden unsere Landsmänner sein. Und wenn ihr das anders seht, dann seid ihr zu bekämpfende Rechtsextremisten, die zersetzt werden müssen, vom Inlandsgeheimdienst überwacht werden müssen und am besten in den Knast müssen. Interessant war auch, dass Erdogan für das Spiel extra angereist ist und das nicht ohne einige Beschwerlichkeiten auf sich zu nehmen. Eigentlich war eine Aserbaidschan-Reise geplant, die hat er dann abgesagt, wahrscheinlich auch im Lichte dieses großen Spektakels mit dem Wolfsgruß, und ist nach Berlin gereist, wo er dann im Stadion Platz nahm, nicht weit entfernt, ungefähr einen Meter Luftlinie, eine Reihe vor dem Integrationsbambi-Gewinner Özil. Auch mal wieder ein schöner Zufall. Ne? Özil, der damals den großen Rassismusskandal vom Zaun gebrochen hat nach seinem Foto mit Erdogan 2018. Und ja, hier sehen wir ihn dann bei diesem Prestigebesuch von Erdogan, während die tausenden Wolfsgrüße gezeigt werden. Was auch interessant ist, ist, dass vorher Özil auf seinem Instagram noch ein Bild von Demiral, dem türkischen Spieler, und seiner Wolfsgrußgeste geteilt hat, also sich dahinter gestellt hat. Interessant, ne, dass er dann kommt. Nee, ich meine, Özil hat ja auch ein Tattoo von denen. Wie ist das? Das sind so drei heulende Wölfe, glaube ich. Und im Hintergrund ein Halbmond oder sowas. Ne, das hat er ja als Tattoo, der gute Integrationsbambi-Gewinner. Ja, lustigerweise, ich habe bei der Recherche noch einen Artikel gelesen, wo ich nochmal das mit dem Integrationsbambi mir in Erinnerung rufen wollte. Darüber, also irgend so ein Kack, hat 2018, als er dann gesagt hat, ihr dummen Schweinefresser, seid alle rassistisch, dass er jetzt eigentlich einen Integrationsbambi verdient hätte, weil er jetzt halt mutig dafür einsteht, für Zivilcourage und für Menschlichkeit und so weiter. Ne? Ja. Jetzt sitzt er da halt mit Erdogan. Und auch damals war ja der Aufhänger, dass er Erdogan nah war, sich mit dem abgelichtet hat und so weiter und so fort. Ja, interessant, ne, dass dann der Integrationsbambi-Gewinner nicht bei den deutschen Spielen neben, keine Ahnung, Faeser und ihren 20 Regenbogenbinden sitzt, sondern neben den türkischen Präsidenten. Also darauf komme ich auch gleich nochmal etwas mehr zu sprechen. Es scheint so, als wenn langsam, wenn auch mit eigentlich einer größeren Verzögerung, als man erwarten könnte, bei den krassen Widersprüchen dazwischen, sich der Konflikt manifestiert zwischen Islamisten und ausländischen Nationalisten und Team Regenbogen. Nach dem 2:1 Siegtreffer der Holländer kam es dann, wie man sich denken kann, zu Ausschreitungen auf der Berliner Fanmeile. Die Türken griffen die holländischen Fans an, warfen Gegenstände nach ihnen und so weiter und so fort. Es gab einen Haufen Verletzte. Hier haben wir ein paar Videos von diesen Ausschreitungen. Hier sehen wir noch eine weitere Szene. Wir Holländer, wir machen immer Spaß. Ein Reporter der Berliner Zeitung, der vor Ort war, sprach davon, dass für die Türken, Zitat, für die meisten Türken dort, nach dem Tor, also dem 2:1 Siegtreffer, das Spiel keinerlei Priorität mehr hatte. Sie haben sich dann nicht mehr der Leinwand zugewandt, sondern den holländischen Fans und versucht, denen irgendwie körperlichen Schaden zuzufügen. Was auch lustig ist, weil 2:1 in der 76. Minute, das kann ja noch gedreht werden. Ne? Aber offenbar waren sie nicht der Ansicht, und das passiert ja auch am Ende nicht. Tja, auch in Holland selber gab es Ausschreitungen danach. Hier haben wir ein Video von Autokorsos und Straßenblockaden aus Den Haag. Hey, was geht
Geige! Was ist das? Tja, also mal wieder ordentlich die Ausgelassenheit unserer südländischen Freunde wurde hier zur Schau gestellt. Sie haben sich mal wieder beliebter gemacht. Ich musste auch denken an diese ganzen Heul-Tweets und Social-Media-Posts von irgendwelchen Türken, die sich darüber beschwert haben, dass wenn die Holländer oder die Schotten irgendwo feiern in der Stadt, die Leute das witzig finden und gut finden und ja, keine Ahnung, so Sachen warum sagen wie nur? Euch wollten wir gerne behalten, aber wenn die Türken es machen, dann nicht. Ja, paar Unterschiede. Die Holländer und die Schotten fallen hier nicht massiv negativ in der Kriminalstatistik auf. Die saugen nicht die Sozialsysteme aus und die gehen wieder nach Hause, wenn wir hier durch sind mit der EM. Die bleiben nicht als ausländische, uns feindselig gegenüberstehende Nationalisten hier. Tja, ich habe immerhin, ich muss sagen, bei dem ersten Video, ne, die Ordner haben da nicht mitgeprügelt und nicht mitgeworfen. Die sind auch Anwärter für einen Integrationsbambi, würde ich sagen. Immerhin das. Ja, in dem Artikel stand, dass die behelmte Polizei dann erst nach dem Spiel am Start war und das Ganze da wieder aufgelöst hat. Ich habe eben schon angeschnitten, es scheint so, als wenn langsam der Regenbogenliberalismus aufs Korn nimmt, dass er hier im Rahmen des Projektes Auflösung nationaler Identität und kompletter Durchmischung einige Leute ins Land geholt hat, die ja nicht gerade auf ihrer Linie sind und so langsam denen ein wenig was entgegenstellen will, auch wenn sie natürlich das Ganze dann in einen Topf werfen mit inländischem Nationalismus, also ironischerweise den Leuten, die gegen das Projekt Wir holen die alle rein waren und die nicht der Meinung sind, die sollten alle hier bleiben, gegen die einzigen Leute, die jemals wirklich deren Dominanz im Weg standen. Ich habe hier mal als Beispiel einen WDR-Artikel, Wolfsgruß bei Türkei-Spiel, wie rechtsextrem ist die Geste? Ne? Das ist die einzige Frage. Wie nationalistisch ist das? Wie sehr steht es dem bunten Regenbogen-Projekt im Wege? Und besonders skurril finde ich dabei, hier habe ich eine Umfrage, eine Straßenumfrage von der Berliner Zeitung, die haben einige Türken gefragt, was sie denken dazu. Und die kamen mit, ja, Deutschland ist rassistisch, wir werden diskriminiert, es leben über 3 Millionen Türken in Deutschland und die Politik sollte lieber vorsichtiger sein, was sie über Türken sagt. Also im Wesentlichen wirft sie unserer Regenbogenregierung vor, selbst deutsche Nationalisten zu sein und braune Leute zu hassen. Was A, nicht stimmt. Die lieben braune Leute. Ne? Die können gar nicht genug bekommen von braunen Leuten. Der einzige Grund, aus dem die nicht komplett ausrasten, was euch angeht, ist, dass ihr braune Leute seid. Etwas wie die grauen Wölfe in indigen Deutsch würde niedergeknüppelt ohne Erbarmen. Ne? Wäre längst dicht gemacht worden und die Hälfte der Organisatoren wäre wahrscheinlich im Knast. Also es ist das Gegenteil von der Realität. Allerdings haben unsere türkischen Freunde auch so ein bisschen einfach ankonditioniert bekommen. Ihr seid rassistisch, wenn ihr das sagt, wenn ihr euch auf Rassismus beruft, also im Wesentlichen auf einen zu starken ethnischen Bezug von den Deutschen, dann kriegt ihr einfach, was ihr wollt. Ne? Wenn ihr euch also im Wesentlichen auf den Liberalismus beruft, darauf beruft, dass es böse ist, eine ethnische nationale Identität zu haben, dann kriegt er keine Kritik mehr ab und die alle anderen müssen die Schnauze halten. Ne? Ironischerweise bringt sie das dazu, dass sie sich dem Liberalismus gewissermaßen unterwerfen. Damit, dass sie um die Ecke kommen von wegen rassistisch, ihr seid Nazis. Also die Priorität europäischer Nationalismus böse übernehmen als höchste Priorität. Anstatt ein eigenes Feindbild gegenüber dem Liberalismus zu formulieren. Ne? Das tun sie überhaupt nicht. Sie spielen nach den Spielregeln vom Liberalismus. Und jetzt haben wir eine Faeser, die sagt, ihr seid rassistisch. Und dann haben wir Türken, die sagen, nein, ihr seid rassistisch. Und alle kabbeln sich auf der liberalen Spielwiese, werfen sich gegenseitig einen zu starken. Ja, genau. Werfen sich gegenseitig einen zu starken nationalen Bezug vor, nur haben die Türken halt damit Unrecht. Das Gegenteil ist der Fall. Ne? Und insofern eine kleine Warnung an türkische Nationalisten, wenn die Politik irgendwann mal wirklich ernst damit macht, euch eure Identität nehmen zu wollen und euch untergehen zu lassen in der bunten, grauen Regenbogenmasse, dann wird das nicht reichen. Dann wird es nicht reichen zu sagen, ihr seid gar nicht so liberal, ihr seid auch Nazis, ihr seid deutsche Nationalisten. Zum einen stimmt das nicht, zum anderen gebt ihr ihnen damit ihre Prioritäten. Zum anderen sagt ihr, dass sie mit ihrem grundsätzlichen Projekt Identitarismus böse Recht haben. Ja, und für uns ist natürlich interessant, dass das Ganze den Normalos präsent macht, dass Integration in großen Zahlen eine Lüge ist und nicht geschieht, geschweige denn Assimilation. Und
es wirft die nette Frage auf, die wir gerade schon gestellt haben. Wie viele von diesen Hardcore-türkischen Nationalisten, die ja gröhlend den Wolfsgruß zeigen, während ihr Präsident im Stadion sitzt bei der Nationalhymne, haben wohl einen deutschen Pass? Wie viele von denen sind wohl Deutsche? Und wenn ihr das nicht akzeptiert, dann seid ihr ein Fall für den Verfassungsschutz. Ja, das wär's. Ich habe noch ein paar Videos von türkischen Fans mit lustigen Grußbotschaften. Ja, zum einen haben wir hier einen Türken, der darauf reagiert, dass Deutschland rausgeflogen ist und das nicht ohne einen Anflug von Schadenfreude. Jawohl, Deutschland ist endlich raus und ich gönne es euch sehr. Habt ihr wirklich gedacht, ihr könnt gegen Spanien gewinnen? Viva España, viva Catalunya. Wir sind für Spanien, immer. Okay, und ihr könnt einfach kein Fußball spielen. Jetzt geht wieder nach Hause, weinen, schön heulen könnt ihr, ja? Ihr kommt einfach nicht weiter. Seht es ein, akzeptiert es, dass ihr kein Fußball spielen könnt. Türkei ist genauso weit gekommen wie ihr. Ihr habt nicht geschafft bis ins Viertelfinale. Schämt euch einfach. Ihr könnt kein Fußball spielen. Auf euch hätte Frankreich noch gewartet, England noch gewartet. Ihr habt es nicht geschafft. Und Spanien hat ohne Lamine Yamal und Williams gespielt. Die wurden beide ausgewechselt. Ihr seid zu schlecht, okay? Und ich gönne es euch so vom Herzen, weil ihr die billigste Mannschaft seid, die es gibt, okay? Jetzt geht schön nach Hause und lasst die wahren Fußball spielen. Der zweite lustige Geselle, den wir hier haben, der scheint zum Aufnahmezeitpunkt noch davon ausgegangen zu sein, dass Deutschland und die Türkei im weiteren Turnierverlauf aufeinander treffen werden und sagte zu diesem möglichen Fall dann Folgendes. Ihr komischen Schweinefresser, ihr komischen Deutschen, ihr seid die Nächsten, die auf die Knie gehen werden vor den Türken vor uns. 2-1 gegen Österreich. Merkt euch das. Deutschland, die Schweinefresser, ihr werdet vor uns auf die Knie gehen. Wir machen eure Nasen wieder runter. Jahrelang haben wir eure Nasen oben gesehen wegen eurer deutschen Mannschaft, wo mehr als die Hälfte Ausländer sind. Jetzt sind wir an der Reihe, geht auf die Knie. Ich will die Gelegenheit auch nochmal nutzen, um auf eine Sache, ein Missverständnis, das weitestgehend vorherrscht in unserer YouTube-Szene, aufmerksam zu machen. Und zwar habe ich ja gerade irgendwie tausendmal das Wort Liberalismus benutzt. Ne? Regenbogenliberalismus, so und so Liberalismus und so weiter und so fort. Was einigen Leuten sicherlich den Eindruck verschafft, dass, keine Ahnung, ich hier eine Anti-Freiheits-Position beziehen wollen würde. Ne? Dass ich hier irgendwie sagen würde, ja, keine Ahnung, wir müssen alles autoritär machen und Meinungsfreiheit ist böse und wir müssen nur von rechts her die Freiheit, der Freiheit den Kampf ansagen. Wenn ich von Liberalismus rede, und ich denke, so ähnlich benutzen das auch die meisten Leute aus unserem Lager, in diesem Kontext, dann rede ich von dem Projekt, das Individuum zu befreien von jeder bedeutungsvollen kollektiven Identität. Nicht, dass Meinungsfreiheit böse ist oder Versammlungsfreiheit oder was auch immer, die Grundfreiheiten, die uns garantiert werden, auch wenn viele von denen nicht mehr de facto in Kraft sind, sondern dass das Verständnis von Freiheit, dass das Individuum zu unfrei oder zu einem unfreien Individuum erklärt und befreien möchte, wenn es etwa eine starke nationale Identität hat oder eine starke geschlechtliche Identität auch nur. Ne? Selbst dem wird ja der Kampf angesagt. Ich meine, irgendwann sind wir vielleicht bei, keine Ahnung, der Identität überhaupt ein Mensch zu sein. Der muss dann noch der Kampf angesagt werden. Und wir, keine Ahnung, müssen alle verschmelzen in einer grauen Masse aus Wesen mit 2 bis 8 Beinen und Androiden oder so. Ich meine, damit greife ich jetzt etwas weit voraus. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dieses Herausbrechen des Individuums aus kollektiven Identitäten als die große Befreiung der Menschheit. Das ist die Grundideologie, die ich damit ansprechen will. Du sagst gerade stark, ne? 2-mal hast du das gesagt, das war sicherlich unbewusst, ist aber dann schon ein bisschen drüber, weil selbst ein leichter Bezug in positiver Art zu Deutschland, zu einer Nation, zum einen Volk, das ist ja schon ein rotes Tuch für die Leute, die uns aktuell regieren, ne? Ja, du darfst. Also der muss nicht mal stark sein, dieser Bezug. Es reicht, wenn er da ist. Ich meine, du darfst stolz darauf sein, dass Deutschland im globalen Vergleich sich dieser Ideologie schon ziemlich weit unterworfen hat. Ne? Ja. Das ist die Sache, auf die du stolz sein darfst. Ansonsten auf nichts. Ja, sehr schön. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hat mir wieder großen Spaß gemacht heute. Ich hoffe euch auch. Und in alter Frische sehen wir uns hier an dieser Stelle wieder nächsten Sonntag um 18 Uhr, wie immer. Bis dann, haut rein und macht's gut.